Was? Warum? Wir spielen ein bisschen Akali, habe ich Bock drauf. Ich bin so happy. Der neue Song, den ich gestern rausgehauen habe, hat einfach am ersten Tag Rekord bei mir aufgestellt. So viele Streams hatte noch nie einen Song von mir. Ich hätte Bock, noch ein bisschen Akali zu spielen oder wir practicen noch ein bisschen Irelia, Leute. Wonach steht euch der Sinn? Lieber ein bisschen mir beim Failen zu gucken, dann spiele ich Irelia. Bisschen, dass ich gewinne. Dann spiele ich lieber Akali. So, das ist mein Midlane-Account. Da bin ich gerade Platin 3. Der gute Irelia ist gewöhnt. Ja, dann sollte ich vielleicht nicht Irelia spielen, wa? No Way Zuschauer bin auch eine gute Irelia gewöhnt. Ist bei No Way Irelia nicht auch so mega das Meme? 17% Win Radio. Ist kein Meme, ist Fakt. Na gut. Aber auch ein Fakt kann ein Meme sein, ne? Egg Opening können wir machen. Dann ist Egg Opening. Oh, na klar, macht Raid jetzt auf. Er sagt immer, er kann sie nicht, aber ich sehe ihn immer gewinnen, wenn er spielt. Ich glaube, auch wenn No Way Irelia nicht kann, ist er besser als ich auf Irelia. Ich kann nämlich Irelia auch nicht. Dann läuft zum Reinkommen erstmal eine Runde Akali. Ich habe momentan so einen richtig komischen Schlafrhythmus, Leute. Ich bin heute wieder um 12 aufgestanden. Das ist bei mir eigentlich so relativ Standard bis früh. Normalerweise schlafe ich so 12:30. Aber dann habe ich irgendwie mit Powernap um 20 Uhr gemacht und jetzt bin ich wieder richtig fit. Also gehe ich wahrscheinlich wieder bis 4, 5 Uhr, 5, 6 Uhr wach. Was ist denn Vladimir? Und penne dann wieder 5, 6 Stunden. Akali sollte definitiv besser sein als die von No Way. Auch das bezweifle ich tatsächlich. Das ist der Song. Der Song, der gerade läuft, heißt Grow von Aliski. Warte, ich kann ihn dir reinlinken. Ah, verarscht, das war der Link zu meinem Song. Marketing-Genie-Philly. Das Krasse, man liegt kaum tiltet, aber Velo nicht so aufregt. Ja, aber also ist auch eher Spaß bei Velo. Also ich bin jetzt nicht wirklich tiltet. Ich ärgere mich einfach so ein bisschen, dass ich so schlecht bin. Ich finde Velo halt super, also nicht frustrierend, macht mir mega Bock. Ist auch ein bisschen mehr Spaß, also dass ich so, ich reg mich ja nicht wirklich mega auf. Weiß nicht, Velo siehst du halt genau, wenn du verkackst so. Wenn du dann Millisekunde daneben schießt oder zu spät schießt oder daneben schießt, ist halt, liegt es da vergeben. Ne? Da sind die Fehler nicht so, wenn du einen Skillshot daneben haust, bist du halt nicht instant tot. Ja, was spiele ich denn überhaupt, hä? Game Viego, oder? Nee. Das ist Fighter-Game-Spielen von Riot. Oh, anspielen bestimmt mal, aber ich bin jetzt nicht so der große Fighter-Game-Fan. Mal gucken. Wir spielen gegen Viego. So, Abfahrt. Er hat leider MR und ich habe keine Armor dabei. Das ist ein bisschen doof. Viego-Matchup müsste ich doch eigentlich auch gewinnen, oder nicht? Er hat leider auch Second Wind Dorans. Das heißt, er hat ähnlich viel Sustain wie ich. Und die Range von der Q von Viego ist auch crazy. Das schätze ich irgendwie die ganze Zeit. Okay, sehr geiler Trade für mich. Das ist Akali-Z-Matchup. Mit Akali-Z struggle ich momentan ein bisschen. Also Z macht mich meistens ziemlich kaputt. Ich weiß nicht, was da so wirklich das beim Pro-Player aussieht, wie das wie favored das ist. Aber ich komme mit Z momentan irgendwie nicht so klar. Aber auch erst seit kurzem. Weiß nicht, woran das liegt. Ich bin irgendwie ein bisschen am Struggle gegen Z in letzter Zeit. Da müssen wir natürlich auf Udi aufpassen. Der ist Ghost. Wenn der mich da runterrennt, könnte das ekelhaft werden. Einen wunderschönen wünsche ich. Ah, ich hätte, glaube ich, nicht flashen müssen. Weiß ich nicht, ob ich dann vielleicht am Ignite gestorben wäre. Ich glaube, ohne Flash überlebe ich vielleicht. Ich hatte irgendwie Angst, dass ich am Ignite verrecke und er dann Triumph Proc kriegt. Der 6 macht ja noch nichts gegen mich, oder? Und er hat auch 2 Pots und der hat Lifesteal. Darf ich nicht so viel Auto-Tacken lassen. Und dieser Scheiß-Stealth, ne? Sagt dann Stealth du selbst. Ja, das ist ja was anderes, du. Den Tower-Shot kriege ich? Muss doch nicht sein. 15 Sekunden kann ich ihn easy killen. So eine andere Games privat. Ich zocke eigentlich kaum privat, weil ich halt 8 Stunden am Tag streame und danach nicht nur wirklich Bock zocken. Also alles, was ich zocke, stimme ich auch. Wir haben jetzt gestern No Man's Sky tatsächlich mal angefangen. Hat auch echt Bock gemacht, will ich auch weiter zocken. E von Akali kannst du im Reingehen canceln, wenn du Protobelt hast. Sonst geht das nicht. Oder Flash geht auch. Okay, das war ja super komisch vom Vego. Ich weiß nicht, was er sich da gedacht hat. Wir uns mal Boots einfach ein bisschen geiler poken können. Und die E kannst du auch immer der Ult noch canceln. Das sind so die drei Möglichkeiten, die du hast. Man steht eigentlich 3-6. Hier ist schon los. Der killt mich, wa? Gegen Viego habe ich noch nicht so oft gelandet, das merke ich. Vielleicht unterschätzt gerade den Damage. Er hat MR-Boots gebaut. Kommt mal Topside, da muss der Udi irgendwo sein mit dem Herald. Da ist er schon. Okay, was war das jetzt von Udi? Leicht weird. Erinnert mich an mein Gevalorant-Gameplay, was der Udi da gerade gemacht hat. Schieß nicht im Busch, Brudi. Der Estate ist sehr illegal. Udi muss kommen, sonst ist das ja so ein Int, was er hier gerade macht. So ein Inter, ne?
Aber ich meine, oh, wenn ich meine Ult eine Sekunde früher ready habe, komme ich raus. Schade. Aber ich habe ihn bekommen. Ist okay. Ich hätte aber was ich jetzt nicht machen sollen. Ich hätte ihn einfach weiter unterm Turm pressern können mit der HP. Lohnt sich nicht so wirklich für mich. Was machst du denn jetzt? Jetzt pushst du sie sogar. Wir farmen. Och man. Auch runtermoven sollen, glaube ich. Diego ist auch gleich da. Oh, ist das nicht so clean? Shutdown lecker. Boah, denn der für you? Was hat der gemacht? Ja, aber dicker Shutdown für mich. Sehr schmackhaft. Und der kriegt ein Play. Das ist okay. Dann nehmen wir den Trade. Den Trade nehme ich jederzeit wieder. Rubelt haben wir auch, wenn ich im Base bin. Soll er die Wave nehmen? Ich hole mir meinen Proto und dann machen wir den kaputt. Weiß nicht, ich glaube, ohne Ult und ohne W kann ich da nicht engagen mit der E. Er denkt jetzt, ich roame. Vielleicht kann ich ihn jetzt killen. Oh ne, er meint, er denkt nicht, dass ich roame. Oh no, ich bin wohl in die Richtung ulten, aber er ist noch hinter mich gerannt, weil wir da nicht rauskommen können. Ist es in einer Großstadt zu wohnen? Was meinst du mit Großstadt? Also so Berlin-mäßig oder eher jetzt, wie ich wohne jetzt in Braunschweig? Also Berlin ist mir viel zu groß, aber so Braunschweig finde ich cool. Das ist entspannt. Und der Damage ist wieder crazy, ne? Actually. Vielleicht zu anderen Großstädten ist Berlin noch winzig. Was? Berlin ist mega groß, flächenmäßig. Nice. Keine Hydra? Nee, nicht so Bock auf Hydra-Build. Dem mal ein bisschen boring im Vergleich zum Proto-Build-Rush. Und oh, die schimmelt aber ganz schön lange Botlane rum. Was ist das, Camille sich jetzt gedacht? Das wird auf jeden Fall. Muss ich flashen, meine E leider nicht rechtzeitig ready bekommen. Der Kamon spielt jetzt top bei uns, Fabian. Das ist der Toplaner von... Der ehemalige NNO-Toplaner tatsächlich. Und der ehemalige NNO-Jungler habt ihr auch, ja. Halb NNO jetzt bei uns im Team. Der war vorher top. Vorher war Pius top, der jetzt Mitte spielt bei uns. Und Chantao war vorher Mitte. Und auf jeden Fall, ich hab Bock auf den Split, muss ich sagen. 19. Januar geht's los. Dann noch ein bisschen Scrim und dann Mission Wiederaufstieg. Ist Vegetarier, Veganer? Nee. Aber ich versuche möglichst wenig... Also ich versuche meinen Fleischkonsum immer weiter zu reduzieren. Und klappt ganz gut. Also ich esse mittlerweile echt richtig, richtig selten Fleisch. WM in Katar, Meinung. Schmutz. Oh, was? Warum? Udyr macht echt wirklich, also Udyr ist wirklich so dumm vom Damage her. Mina Kali ist auch gut, aber Udyr rechtsklickt mich und ich bin einfach tot. Du hast neue TFT-Set gespielt. Nee, TFT spiele ich tatsächlich gar nicht. Als das rauskam vor ein paar Jahren, habe ich dort mal ein bisschen gespielt, aber nicht so mein Game. LOR ist auch nicht so deins? Nee, auch nicht so. Also habe ich auch mal gezockt, als wir das Twitch Rivals hatten. Ist auch ganz lustig, aber ja, habe immer nicht so Langzeitmotivation für solche Games. Vielleicht gleich flashen müssen, weil er auf einmal hier rein facecheckt wie so ein Wahnsinniger. Bin müde, ich will diesen Stream nicht verpassen. Das ist wirklich ein Problem. Ich mach einfach aus, okay? Dann verpasst du den Stream nicht. Ja komm, gehen wir Base. Welchen Games hast du damals angefangen? Ich war absoluter WoW-Zocker. Ich habe von 2004 bis 2012 eigentlich nur WoW als Main-Game gehabt. Nice. Schönes Game. Ich schätze, es gibt viele Leute, die auf ein richtiges MMO warten. Ja, ja, klar. Also es gibt natürlich die Nische für MMOs, logisch. Aber ich denke, dass viele das Game halt mal anzocken werden. Aber ich denke, ich glaube halt immer nicht, dass es so erfolgreich wird wie so ein League of Legends oder ein Valo oder ein Fortnite. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht erfolgreich ist. So. Ich glaube, MMOs sind einfach nicht mehr so zeitgemäß, wenn du die neue Generation anguckst. MMOs sind halt sehr langsame, langwierige Games, so, wo viel Zeit reinstecken muss. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so zeitgemäß ist. Aber mal gucken, wie das Game wird. Vielleicht wird es ja auch sehr casual, dass man auch casual gut zocken kann. Mal gucken. Ich habe auf jeden Fall Bock mal reinzuhauen.